Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch auf der Insel Tikavach unterwegs, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession uns hauptsächlich in der Stadt rumgetrieben haben, um Essensverbrecher und so zu finden. Werden wir jetzt als nächstes diesen Teil der Insel erkunden. Dazu müssen wir durch den Toako Bierwarfpfad durch. Und dann nachher durch den Boahika-Pass, um zur Ruina-Schlucht zu kommen und da unten zu dem Lager, dem Verlassenen, in dem wir hoffentlich auch was Nettes finden. Und ja, dann haben wir noch viel zu tun. Einmal Pococohara finden und erkunden und dann allgemein alles, was hier südlich von dieser Linie ist, sage ich mal, erkunden. Bevor wir uns dann irgendwann nach Nekataka zurück aufmachen. Weil ich werde wahrscheinlich gucken, bevor ich mit der Main Story weitermache, dass ich bis hierhin alles erkundet habe. Und ja, ich will alles erkunden, weil Hagrim ist erkundungswütig als Zwerg. Und vielleicht finden wir ja ein oder zwei Xaurib-Stämme, die wir weiter auslöschen können. Spaß beiseite, die armen Xaurips. Aber wenn sie uns angreifen, sind sie selber schuld. Ja, wir haben die Ruina-Schlucht entdeckt. Wir haben die Ruinen von Pococohara entdeckt. Wir haben schon einiges entdeckt. Aber jetzt erstmal in den Biwa-Pfad, weil da hinten ist Frischobst und eine Grabstätte, der wir vielleicht noch was finden können. Ich brauche nämlich irgendwas, um meine Leute bei Laune zu halten. Wenn die Moral nämlich zu stark sinkt, ist es auch schlecht. Deswegen halt irgendwas, was die Moral ein bisschen wieder verstärken tut. Wie zum Beispiel Arak. Oder einfach mal einmal Matrosenbrei ausgeben. Das werden wir ja alles sehen. Gut, aber jetzt erstmal durch den Toako Biwa-Pfad durch. Der Geruch wird mit jedem Schritt stärker. Es riecht nach den Küchen von Ketnua, nach Honig, Zimt und frischem Brot. Nach Festwähler, die man mit jenen geteilt hat, die jetzt abwesend sind. Abseits des Pfades bemerkst du eine Bewegung. Etwas Großes, Knolliges rührt sich hinter den Bäumen. Ja, dann schleichen wir uns mal näher heran. Im Punkt der Nahelichtung steht eine Delemgan, die sich der Pflege einer großen Spore widmet. Die Delemgan scheint aus lebenden Pflanzen zu bestehen. Bunte Blumen ziehen ihre Brust. Ihre Form weist auf einen Elfen hin, vor allem die spitzen Ohren. Ja, die Spore untersuchen. Was hilft da wohl? Überleben, würde ich sagen, hä? Ja. Der rote Piss ist größer als ein Amauner. Seine fleischige Wedel hängen über seinen dicken Stamm. Ein Dutz aus gelben Miasma umgibt ihn, sanft in der Brise schwebend. Eine Feuchtspure. Du kannst gerade so in die am Boden liegende Form eines unglücklichen, verendeten Gestandenen ausmachen, der sich in ihre Wurzeln verfangen hat. Die Essenz, die sich die Spore ihrer Opfer zieht, leuchtet entlang ihrer Wurzeln. Wenn sie auf dich aufmerksam wird, ist es wahrscheinlich, dass sie dich angreift und die Sporenwolke einzuatmen, die sie umgibt, könnte deine Sinne verwirren. Nähern wir uns mal offen. Die Delimgan sieht dich an, als du die Lichtung betrittst und ihre Augen werden etwas größer, als sie dich wahrnimmt. Sie geht einige Schritte zur Seite, bevor sie eine schützende Hand auf die große Spore legt. Sie widmet dir weiterhin ihre Aufmerksamkeit. Wie ein naives Jungtier betrittst du den Boden, den andere fürchten. Ihre Stimme bebt wie ein herabfallender Ast eines Baumes. Sag uns warum. Für einen Baum bist du ganz schön anspruchsvoll. Was tut deine feine Lady wie du hier draußen in den dunklen Wäldern?
Steckst du in Schwierigkeiten, brauchst du Hilfe, verschwindet ihr gelbblätterigen Bastarde und ich verwandle euch in Feuerholz. Deine Waffe ziehen und angreifen. Eigentlich war ich gerade dabei zu gehen. Fragen Sie sie wirklich mal, ob sie Hilfe braucht. Einen Augenblick lang schweigt sie und neigt den Kopf zur Seite. Warum fragst du so etwas? Denkst du, wir würden die Spore fürchten? Sie lächelt und fährt mit der Hand zarter den Wedel der Spur entlang. Wir haben hier nichts zu fürchten. Du wurdest vom Geruch angelockt, nicht wahr? Ihre Stimme klingt wie das Flüstern des Windes in den Blättern. Wir wissen nicht, warum diese sture Spore das tut. Sie hat ihre Mahlzeit eingewurzelt. Die Spore erzittert leicht und du bemerkst zwischen ihren Wurzeln einen dicken Folianten. Ja, der Geruch war einfach überwältigend. Sie zieht einen Pilzhut aus ihrem Körper. Wir bieten dir ein Geschenk an, damit unsere Wege sich im Frieden trennen und du die Unversehrtheit dieses Ortes nicht gefährdest. Essen wir ihn mal. Der Geschmack des Pilzes explodiert süß und herb in deinem Mund und du spürst, wie ein kitzelndes Gefühl dein Körper entlangläuft. Die Welt scheint schärfer zu werden, sowie deine Gedanken. Die Delmka nickt dir zu, bevor sie sich wieder der großen Spore widmet. Du lässt die Lichtung hinter dir. Ja gut, den Folianten können wir ihm getrost in Ruhe lassen. Das wird wahrscheinlich wieder ein Magierbuch sein. Und Hagrim hat jetzt nicht unbedingt den Drang, jeden abzumuxen, den er sieht. Also ja, Hagrim ist hier zornig ein bisschen, aber er kämpft nicht unbedingt jeden Kampf, den der kämpfbar wäre. Deswegen versuche ich eigentlich auch immer, ihn bei der Reputation nicht zu sehr auf wütend zu schalten. Also auf aggressiv, weil so aggressiv ist er dann auch wieder nicht. Kriminelle der Graberstraße und der Schlund. Das sind zwei verschiedene Fraktionen. So wie das Tikavara-Dorf auch. Schlau hat er schon auf Maximum. Ja, Hagrim ist auf jeden Fall schlau. Ehrlich, nur wenn das sein muss. Was aber halt nicht ist, ist zwielichtig und grausam. So, die Grabstätte absuchen. Was finden wir? Zwei Granate. Nichts vom Wert. Nichts vom Wert. Schriftrolle der Segnung. Und das war's auch schon. So, das heißt, wir können jetzt weiter zum Boahika-Pass. Dort werden wir wahrscheinlich kämpfen müssen. Das Donnern erreicht zuerst seine Ohren, ein tiefes Rumor der Erde, das vom Schrei des weit entfernten Vogels durchschnitten wird. Der Boden unter deinen Füßen vibriert, das lauter werdende Getöse der panisch schüchternden Wildtiere halt um dich herum. Du erklimmst eine Handhöhe, siehst, dass der Ansturm vorbei ist, die Rotte nur noch eine donnernde Wolke in der Ferne. Als sich der Staub legt, bemerkst du, dass einige der Wildschweine gefallen und zurückgeblieben sind. Lange mit Federn besetzte Pfeile stehen aus ihrem Fell hervor. Hier steht nur noch ein einziges Wildschwein auf den Füßen, ein kleiner Frischling, das eine der am Boden liegenden Bestien wieder und wieder mit der Schnauze anstupst. Ne, heranschleichen. Du bahnst hier von der Anhöhe deinen Weg nach unten und näherst dich den erlegten Wildschweinen. Anscheinend atmen sie noch, wenn auch flach. Du bist nicht sicher, wie lange sie noch haben, bevor sie das Rad treffen. Die Wildschweine heilen. Eis, der Wildschweine kämpft sich mühsam wieder auf die Füße, schüttelt sich und wirft schnaubend die Pfeile ab. Für die anderen scheint jede Hilfe zu spät zu kommen. Beim Geräusch flappernder Füße machst du kehrt und siehst dich einer Gruppe Lagofettjäger gegenüber. Mit einem gegurgelnden Zischen kommen sie näher. Okay, ich habe gerade ein Wildschwein gerettet, yay. Vielleicht kann ich das kleine Wildschwein trotzdem noch behalten. Aber erstmal mache ich Lagofettjäger einen Kopf kürzer. Die hässlichen Fischfressender. Ja,
Ich wollte eigentlich gerade fragen, ist es nur einer? Aber nein, es sind mehrere. Und das war der Lago Fettmark hier. Indeed. Oh, ein Ring. Hm. Und Fisch. Ach nee, das ist mein Hund, der da steht. Kein Wildschweinchen. Schade. Aber da es eh kein Achievement gibt, die Tierlist irgendwie alle Tiere einzusacken, lasse ich es einfach mal dabei. Und gebe mich damit zufrieden, ein paar Lago-Fett wieder über den Jordan geschickt zu haben. Ich brauche trotzdem irgendwann mal Schnaps oder so. Für meine Mannschaft, die können sich nicht nur vom Wasser ernähren. So. Jetzt haben wir erstmal das hier. Reparaturvorräte, die wir nicht brauchen. So, und die Heuna schluckt. Oder Huhina schluckt. Wieder mehr Lagofett. Aber ja, irgendwann demnächst können wir dann auch die Bestie des Winters in Angriff nehmen. So, wir schleichen mal, weil ich sehe schon ein Stolperdraht. Happily. What if we here? Stand together. Also ja, Lago Fett haben schon mal keine Chance gegen uns. Jetzt sollte man die KI auf aktiv setzen, denke ich mal. Oh, tägliche Löhne. KI inaktiv, KI nur Autoangriffe. Wie wär's damit mal? Hey. Good thinking. Aber eigentlich will ich ja nur, dass sie Autoangriffe machen. Let's take a look. Dieser Treibholzrahmen ist mit Knochen und Muscheln behängt. Sie klimpern im Wind. Ah ja. Noch eine Falle. Gut. Careful. Look. Milch. Milch ist immer gut. Muscheln. Öl der Verlockung. Eine Lago Fett Rotflosse. Da ist auch noch eine Falle. What can I do?
So, da wurde wieder einer zerfetzt.